Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay, ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Gibt er mir jetzt die Knarre? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Hey, besser als gar los, nichts. Los, jetzt. Garage. Sofort. Ja, ich komm. Okay. Ich glaube, jetzt kriegen wir die Klebestreifen. Was soll ich mit einem Messer? Die Klebestreifen abmachen. Und erstmal verteidigen können. Garage. Krieg ich mit dem? Jawoll. Geil. Genau, und das hat gemacht. Komm, Böller drauf. Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Stopp. Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Scheiße, ich werde jeden Einzelnen von euch umlegen! Okay, oder? Okay, ich muss weg. Komm schon! Komm schon! Oh, oh, oh! Ich bin aber auch eine Nulpe im Ziel. Ich hab dich gewarnt. Ja. Leg dich nicht mit mir an. Okay. Tut mir leid, Bruder. Hält er denn so viel aus? Was ist los, Junge? Keine Munition mehr? Ja. Eigentlich schon. Gut, flüssige Chemikalie. Ich komme sofort zurück. Was? Okay. Ah. Nein, nein, das tust du nicht. Ich fahre. Nette Karre. Was dagegen, wenn ich... zu laufen, Junge! Juhu, yeah! Alter, was? Oh. Alter, der hat mich umgefahren. Nein!
tot, oder? Oh, Alter, was hält denn der aus? Kampf in der Garage. Halten Sie in der Garage nach Objekten, die im Kampf helfen können. Ah, okay. Das machen wir. So. Warum bin ich eigentlich schon wieder angehittet? Nee, warum nicht? Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor aufmachen! Das Stopp. Tor wieder! Na! 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 Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch. Alles klar, Bruder. Es ist vorbei, Junge. Okay. Oh, das ist... Der bewegt sich immer noch, Alter, das gibt's doch nicht. Okay, das sieht echt richtig ungesund aus. Da geht's hoch. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Okay, wir haben dem gerade die... Schnittmunition. So, ich würde jetzt mal hier...
Okay. Jetzt geht's doch gleich viel besser. Mich noch, ob der noch da liegt. Oh, fuck my life, wirklich? Oh, doch, er liegt noch gut. Okay, er liegt noch da. Ups. Hab einen kleinen Ladefehler gehabt. Okay, gut. Dann können wir jetzt weitergehen. Ich bin immer noch nicht komplett geheilt. Okay. Heilkräuter. Schießpulver. Und die Gemünze. Oh. Geh mal ran. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Gut, ich muss einen Schlüssel... Ich werde 3 Hundeköpfe brauchen. Das ist ja klar, typisch Resident Evil. Gibt keine normalen Schlösser. Da brauche ich auch irgendwas Besonderes. Oh, das ist schon mal cool. Das Ohrenbindel machen wir jetzt mal drüben hin. Einfach Interesse halber. Sehr cool. Da haben wir schon einen. Den machen wir ran. So, sehr gut. Ich würde einfach hier direkt dran machen. Weil dann habe ich den nicht mehr im Inventar liegen. Sehr gut. Gut. Ja, mir geht's noch gut. Da geht's hoch. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Haubel von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Mrs. Midkiff fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht sesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016, das war letztes Jahr.
Gut. Jäger der Lüfte. Gemälde zeigt ein Hund, der bellend aufschaut. Okay. Gut, hier können wir nichts machen. Da kommen wir nicht raus. Da können wir nicht rein. Dann gucken wir mal da geradeaus. Das ist eine Schrotflinte. Die würde ich mir gönnen. Hat sich gerade erledigt. Die gönne ich mir doch nicht. Weil sonst kommen wir nicht mehr raus. So, das typische, auch ein typisches Resident Evil Rätsel. Nimm was und du kommst nicht mehr aus dem Raum raus. Suche etwas, was du dem Menschen geben kannst und du bist wieder free. Like Morgan Freeman. So, Evelyn, 2. Mai 2014. Achso. Oh, ich habe Skype vergessen auszumachen. Ich dachte aus. Das ist nicht cool. Oh, die Oma. Wie zum Geier ist die mit dem Rollstuhl hier hochgekommen? Lebt die eigentlich noch? Die sieht echt tot aus. Die wird wahrscheinlich richtig heftig später. Vielleicht ist es Hobby des Vaters. Gut. Hab ich? Ich hab kein Dietrich. Nein! Oh. Blöd, das wollte ich echt nicht. Naja, kann mir wahrscheinlich gleich wieder eine machen. Okay, das ist voll cool. Ich kann mit der gelben Flüssigkeit. Da ist eine Flinte in diesem Raum. Da kommen wir nicht rein. Da brauchen wir Skorpionen. Was auch immer mit... Eine antike Münze. Margaret. Bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zur Verarbeitungsbereich. Alles klar. Und schon wieder ein Tape. Will ich das jetzt schon spielen? Ich würde lieber noch ein bisschen umgucken. Schießpulver. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit dem Sturm, mit einem Sturm rechnen. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach schützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurück, also 9. Oktober. Das Wasser ist endlich zurückgegangen. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Okay. Gucken wir da mal rein. Nur Müll. Mia.
Alter, das heißt sogar mir. Die spielen perfekt. Da kann einer sehr gut spielen. Okay, wir gucken es uns an. Wir gucken es uns an.